Hallo, Ladies and Gentlemen, und willkommen zu einer weiteren Folge NASCAR Heat 4. Wir sind mittlerweile im Rennen Nummer 7 angekommen. Der Speedway in Texas steht nämlich an. Wir haben das nötige Auto dazu, aber natürlich noch ein Leistungsproblem. Ich bin gespannt, wie wir diesmal abschließen werden. Und wir gehen direkt ins Qualifying. Die angepeilte Zeit war 32.966. Geworden ist es, Achtung festhalten, eine 32.777. Wir starten von Position 34. Today, the stars of the Monster Energy NASCAR Cup Series stampede into Texas Motor Speedway for the O'Reilly Auto Parts 500. Another great day for racing, so let's head right down to the track. All right, be smart out there. Going green. Almost ready now. So, und es geht los. Starten von Platz 33. Unser Ziel war, beziehungsweise ist, Platzierung 35, um unseren Vertrag zu erfüllen bzw. Sponsorgelder zu kassieren. Also der Windschatten wird auf dieser Strecke natürlich eine große Rolle spielen. Da kommen wir etwas näher. Aber auch hinter uns schlafen die Kollegen nicht. Da versucht es der erste rechts außen an der oberen am oberen Teil der Strecke. 22 Runden haben wir noch vor uns. Wohl oder übel wird es auch wieder einen von mir gehassten Pitstop geben. Vielleicht unter Gelb oder auch nicht. Aber ich denke, es gibt hier sicher ein, zwei Gelbphasen. Kontakt. Brad Keselowski ist hinter uns, also von ganz hinten gestartet, und der hat natürlich ein richtig schnelles Auto, der möchte vorbei und probiert jetzt außen, innen, jetzt zieht er links vorbei, da das weiße Auto mit der Nummer 2, also der Mustang, ich glaube von Penske, der hat richtig Schub. Und somit verlieren wir die ersten Platzierungen. Kessel ist rechts von uns. Da können wir uns gleich 3 zur Brust nehmen. Momentan zumindest, aber da baue ich schon wieder die ersten Blödsinnigen. Mache ich die ersten blödsinnigen Aktionen. Jetzt sind wir auf Position 32. 31. Ausgezeichnet. Also so kann es ruhig weitergehen. Versucht da ganz nah an die Wand zu fahren. Und der nächste in der Tasche. Aber jawohl, der ist bereits im Rückspiegel. Das gewinnender Abstand. Da habe ich leichte Probleme, meine Spur zu halten. Sind nach wie vor jetzt nicht mehr im Windschatten. Ich dachte, wir sind jetzt noch länger im Windschatten, aber ich kann hier nicht so weit runterfahren. Hinter uns machen die Kollegen auch schon Druck. Und jetzt hat jemand hinter uns den Super Pursuit Mode eingeschalten anscheinend. Die Nummer 36 zieht innen vorbei. Jetzt geht hinten rechts auch richtig der Reifen runter. Und jetzt haben wir eine Platzierung eingebüßt. So, manche fahren jetzt schon außen. Und noch können wir uns ungefähr in der Mitte halten. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt werden wir, glaube ich,
43 ein bisschen geschoben. Die sind gut drauf. Aber ihm hat das Ganze jetzt nichts gebracht und uns eigentlich auch nicht. Ihm ist Position gut gemacht. So, das Feld teilt sich jetzt immer weiter auf. Wir haben jetzt nur mehr Sprit für zwei Runden. Sind noch immer auf Position 29 und wir müssen bald an die Box. Und wer meine Videos kennt, weiß, das ist mein größtes Problem. Und es geht schon wieder los. Ja, die Geschwindigkeit sollte passen. Jetzt tauschen wir nur rechts die Reifen aus. Reparieren brauchen wir in dem Fall nichts. Okay. So, wir kommen raus, Position 38, aber ich hoffe mal, es war noch nicht jeder an der Box. Und in der nächsten Runde werden wir den ein oder anderen Platz zurückerobern können. Wir haben jetzt hinten rechts auch, beziehungsweise komplett rechts neue Reifen. Das sollte uns ein bisschen schneller machen als irgendwelche Kontrahenten, die sich die Reifen nicht tauschen haben lassen. Also das Rennen dauert nicht mehr lange, aber ich bin trotzdem gespannt, ob und was da noch passiert. So, da kommen die ersten raus. Das werden Plätze für uns sein, nehme ich an. Jawohl, Platz 35. Das wäre unser Ziel. Ich glaube, da können wir auch noch 1, 2, 3 mitnehmen. Kessel, unser Hauptkontrahent. Sind jetzt auf Platz 31 vom Boxenstopp, war es glaube ich 28 oder 29. Also so daneben ist es diesmal gar nicht gegangen. Dank vieler hilfreicher Tipps neuer Abonnenten. Ich bedanke mich ganz herzlich übrigens für jeden einzelnen. Und auch für jeden einzelnen Tipp und Kommentar, den ihr mir gegeben habt. Jetzt zischt an uns gleich der Busch vorbei. Da ist er. Das fährt so schnell, da kommen wir gar nicht in den Windschatten rein. So, jetzt kommen wir in die Runde 20 von 23. Tja, jetzt gibt es tatsächlich noch Gelb, kurz vor Schluss. Und wir gehen nicht an die Box. Overtime ist diesmal angesagt. Von der Position 30 starten wir weg. Jetzt sind 27 Runden geworden. Jetzt gehen wir in die 25. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt ist es noch spannender wie vorher. Kessel ist wieder hinter uns. Der ist so lästig. Das orange Auto, links zu sehen. Das ist unser Ziel, glaube ich, wenn nichts mehr schief geht, beziehungsweise größere Dinge schief gehen, das Ziel von Platz 35 sollten wir erreichen. Sind wir sogar momentan ein bisschen besser unterwegs. Das war jetzt typisch. Ja, ich zeige euch es trotzdem so, wie es ist, ohne einen Restart oder irgendwas. Es ist eben so, wie es ist. Kessel rechts. Hassmensch Nummer 1. Wir haben da gar nicht so viel eingebüßt. Durch den kleinen Rutscher. Und jetzt fahre ich so weit runter, dass ich den nächsten Blödsinn verzapfe. Und 30.
sind wir geworden. Ich bin relativ zufrieden. Geht eigentlich. Es kann nur besser werden. Speed Rating haben wir, glaube ich, immer gleich 88. Keine Ahnung, für was das gut ist. So, und in der Saison sind wir jetzt auf Platz 37 von 40. Also ich brauche, glaube ich, eh nichts mehr dazu sagen. Es kann nur besser werden, wie ich in jedem Video am Ende sage. So, ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und seid das nächste Mal wieder dabei. Würde mich wirklich sehr freuen. Danke nochmal für die neuen Abonnenten und für die vielen nützlichen Hinweise. Ich werde es in den nächsten Videos umsetzen, denn wie man hört, ist das ja eine Voice-Over-Geschichte und die Videos sind alle schon 27 Jahre alt. Aber die nächsten Rennen werden so, wie ihr sie wollt, mit kurzen Boxenstopps und so weiter. Ich werde mir Mühe geben. Bis dorthin wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal und grüß euch.